Eddie, kannst du dich erinnern, was hast du denn gedacht, als du das erste Mal hier lang gegangen bist? Da habe ich gedacht, das kennst du hier nicht. Irgendwas Neues wird dich jetzt hier erwarten. Aber was, wusste ich ja nicht. Aber ich war total aufgeregt, das muss ich schon sagen. Ich war aufgeregt, weil es darum ging, dass ältere Menschen hier ja die Möglichkeit bekommen zu filmen. Und ich habe früher schon gerne mal gefilmt, aber jetzt professionell vielleicht auch viel zu lernen. Wie war es denn bei dir, Harald? Na, ich war ja, wie gesagt, als Journalist eingestiegen in diesen Lehrgang und hatte eigentlich nur vor, meine Möglichkeiten mit Text und Foto zu erweitern auf Video, weil das meines Erachtens heutzutage ja ganz wichtig ist, sowas zu machen. Und da habe ich natürlich gehofft, dass es eine anspruchsvolle Ausbildung werden könnte und war voller guter Erwartung. Ja, und ich denke, also für mich kann ich das sagen, meine Erwartungen wurden erfüllt. Das war ja ein Projekt vom Medienanstalt Berlin-Brandenburg und Christa Donner hat es begleitet über ein Jahr. Also im Nachhinein muss ich sagen, bin ich mehr als zufrieden. Wir haben eine solide technische Ausbildung bekommen. Wir haben eine solide Ausbildung, was sozusagen Recherchen für Filme und wie man rangeht an Interviews und sowas, haben wir ja alles gehabt. Das war meines Erachtens wirklich eine sehr gute Sache gewesen. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch, ich weiß es noch, wir haben hier unten gesessen. Können wir nochmal, vielleicht können wir mal einen kleinen Blick da rein wagen. Hier war unser Seminarraum. Ja. Hier war der Seminarraum und uns hat begleitet die Christa Donner. Was ich gut fand, dass die Christa, die hat immer schöne Karamellkekse mitgebracht. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja, es war eine tolle Atmosphäre. Wir haben uns näher kennengelernt und haben die ersten Aufnahmen gemacht. Ja. Ab 2013, auch hier im Studio. Ja, hier vorne haben wir ja zum Beispiel gemacht zum 30. Nee, zum, ja doch, glaube ich, 30 Jahre Mauerfall. Nee, 25 Jahre Mauerfall. 25 Jahre genau. Mauerfall. Da hat ja Olaf hier noch mit einer NVA-Uniform dann da gestanden. Ja, und dann haben wir immerhin Magazine produziert, halbstündige Magazine. Und dieser Film, das war sogar ein Spezial, ne? Ja, ja, das war eine komplette halbe Stunde. Ja. Naja, und dann, in welchem Jahr war das? Juli 2017 war der Umzug, ja, ja, ne? Genau, da haben wir dann den Umzug von Alex Berlin begleitet. Wir haben gezeigt, wie sie eingepackt haben, wie sie alles abgebaut haben, eingepackt haben. Wir haben die Möbelwagen hier gefilmt, wie sie vom Hof gefahren sind. Und naja, wir hatten halt alle gemerkt, dass ein Abschnitt zu Ende ging und waren sehr erwartungsvoll, wie der neue weitergehen würde. So ist es. Es ist jetzt schon mehr als 9 Jahre her, dass wir genau an dieser Stelle schon einmal gedreht haben. Es handelte sich darum, dass wir einen Beitrag für unser erstes Mittenmang-Magazin aufnehmen wollten. Darin sollte es um das Gefängnistheater Aufbruch gehen. Dieses Gefängnistheater führt hier regelmäßig Inszenierungen mit Gefangenen auf, die auf großes öffentliches Interesse stoßen. Bei dieser Gelegenheit lernten wir Norman Bürger kennen. Norman Bürger war einer der Darsteller in diesem Stück. Es wurde mehrere Male aufgeführt in der JVA. In der Zwischenzeit wurde aber Norman entlassen und ist dann faktisch aus seiner Unterkunft, die er dann bezogen hatte, auch hierher in den Knast gekommen, um hier wieder Theater zu spielen. Wir haben ihn begleitet auf seinen ersten Schritten in die Freiheit. Wir haben ihm auch ein wenig geholfen, eine Unterkunft zu finden und zum Sozialamt und zum Arbeitsamt zu gehen. Ein halbes Jahr später wurde ein neues Theaterstück vom Gefängnistheater Aufbruch aufgeführt, diesmal in der alten Feuerwache auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Und wir haben in diesem halben Jahr gefilmt, wie Norman versucht hat, wieder Fuß zu fassen und sein Leben zu ordnen. Sehen Sie als nächstes ein paar Ausschnitte aus diesem Film. Ja, jetzt schon sagen, ich war 5 Jahre jetzt hier
es reicht. Theater hilft einem, sein eigenes Leben, sich selber zu spüren. Dann denke ich, ja, das ist eine resozialisierende Wirkung, weil wenn man ständig betäubt ist vom Schmerz draußen und so, dann resigniert man. Da hat man nichts, wo man mal Erfolg spüren kann, wo man dann sagt, man selber ist nichts mehr wert, man kümmert sich um nichts mehr und schneller als man denkt, ist man dann wieder. Ne? 5 Jahre Knast, von heute auf morgen stehst du draußen, sollst du frei sein, ja, hurra, ich bin frei. Mann, ich komme mit der ganzen Scheiße irgendwie nicht klar. Also jetzt nicht, sondern Situation draußen. Zu viele Eindrücke, zu viele Einflüsse. Da betäube ich mich. Ist nicht richtig, ich weiß. Mir fällt derzeit nichts Besseres ein. Ich brauche so ein bisschen Unterstützung. Und ich weiß nicht, ob ich sie bekommen werde. Keine Ahnung. Also derzeit, ich bin hackedicht. Theater ist Theater. Hier ist das reale Leben. Ich bin für die Leute da, ich spiele, die sind für mich da, solange ich da spiele. Aber ich meint, hallo, ich stehe hier. Irgendeiner scheiß Straße vor irgendeinem scheiß Arbeitsamt. Ja. Und am Arsch voll Probleme. Welcome. Ich mache jetzt das, was ich machen will, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt irgendwo an der Stelle, ich habe ein Recht, glücklich zu sein und ich will der Letzte sein, der es mir selber verbaut. Nach ein paar Jahren zog Norman von Berlin nach Groß-Schacksdorf. Das ist eine ehemalige NVA-Siedlung in der Nähe von Forst, wo er eine sehr günstige Wohnung, große Wohnung vor allem, zu einem sehr günstigen Preis bekommen hat. In der Zwischenzeit hatte er in Berlin mehrere berufliche Schritte unternommen. Er hatte unter anderem in verschiedenen Theatern Filmvorführungen oder Aufführungen mitgespielt und er hat eine Weiterbildung als Theaterpädagoge gemacht. Der Umzug nach Groß-Schacksdorf brachte für ihn nicht nur mit sich, dass er seine berufliche Entwicklung aufgeben musste, vielmehr hat er dort auch eine Frau kennengelernt, deren Kinder in einem Heim untergebracht waren. Er hat sich Hals über Kopf verliebt in diese Frau und er hat alles getan, dass sie ihre Kinder wieder aus dem Heim bekommen kann. Im Oktober 2017 verschwindet Franziska, damals 12 Jahre alt, aus diesem Kinderheim in Cottbus. Da lebt sie mit ihrer jüngeren Schwester schon lange nicht mehr bei den Eltern. Angeblich fühlt sie sich im Heim nicht wohl, so schreibt sie es in einem Brief, den die BZ vor einigen Wochen veröffentlicht. Doch diese Zeilen könnten diktiert worden sein, denn in Wahrheit wird das Kind bei seiner Mutter in deren Wohnung in der Waldsiedlung bei Groß-Schacksdorf, 30 Kilometer von Cottbus entfernt, versteckt gehalten. Es gab große Aufregung damals, das Kind wurde gesucht, es gab den Verdacht, dass es entführt worden ist. Und die beiden haben sich selbst in einem herzzerreißenden Appell an die Öffentlichkeit und an den möglichen Entführer gewandt, weil sie ihre Tochter wiederhaben wollten. Damit legten sie den Grundstein für eine breite Presseresonanz, als das Mädchen dann schließlich nach mehreren Wohnungsdurchsuchungen doch von der Polizei gefunden wurde. Wir haben in dem Prozess, der dann folgte, einige Aufnahmen gedreht. Wir waren nicht immer dabei, aber bei einigen Terminen dabei. Sehen Sie selbst. Im Jahre 2019 wurde Norman wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu einer Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren verurteilt.
Wir befinden uns hier im Tierpark Berlin am Elefantengehege. Das ist nicht das erste Mal, sondern wir waren schon 2015 hier zusammen mit Olaf Schwarz. Er war Tierpfleger im Zoo und betreute aber auch die Elefanten im Staatszirkus der DDR. Über seine Erlebnisse mit den Dickhäutern berichteten wir seinerzeit in einem Film, den wir jetzt kurz zeigen. Herr Schwarz, Sie waren als DDR-Bürger und Tierpfleger für Elefanten immer wieder beruflich im westlichen Ausland. In welche Länder konnten Sie denn reisen? Ja, ich hatte das Glück, beim Staatszirkus zu arbeiten als Elefantenpfleger und wir durften auch in den Westen fahren. Ich war in Österreich, ich war in West-Berlin, damals in der damaligen Deutschlandhalle, ich war in der Sowjetunion, in mehreren Städten, und so zum Beispiel sind wir durch den gesamten Kaukasus gereist und ich war in Japan. Gab es denn dabei besondere Sicherheitsbestimmungen? Also für uns als Tierpfleger gab es keine besonderen Sicherheitsbestimmungen. Waren Sie eigentlich Parteimitglied der SED? Ich war weder in der Partei noch in der DSF, ich war in gar nichts. Aber das habe ich meinem Chef zu verdanken, Helga und Siegfried Kronau. Die haben sich dafür eingesetzt, dass ich mit nach dem Westen fahren konnte, weil die mich haben wollten als Pfleger. Haben denn manche Teilnehmer dieser Zirkustourneen im westlichen Ausland die Chance genutzt, abzuhauen? Das gab es auch. Auch bei uns sind Leute nicht wieder mit zurückgekommen. Das war normal, aber da waren ganz minimal, das war ganz minimal. Sie waren in der hier relevanten Zeit zwischen 1981 und 1987 alleinstehend. Warum haben Sie denn da nicht die Chance genutzt, einfach drüben zu bleiben? Ja, das ist natürlich logisch, dass man darüber nachdenkt und auch die Gedanken hegt, nicht wieder mit zurückzukommen. Für mich gab es damals aber nur Arbeiten beim Zirkus und die sozialen Bedingungen waren beim Staatszirkus einfach bedeutend besser als bei den westlichen Zirkussen. Es gab zum Beispiel beim Staatszirkus gab es einen Duschwagen, wir hatten einen Clubwagen, wir hatten eine Küche. Wir hatten zum Beispiel, wenn wir auf dem Platz angekommen sind, sobald der Stecker im Wagen war, hatten wir Strom und der wurde bis zum Abbau hatten wir durchgehend Strom. Bei den westlichen Zirkussen wurde 24 Uhr der Strom abgestellt und dann gab es erst 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn wieder Strom. Und da habe ich mir eben gedacht, da du ja sowieso immer wieder nach dem Westen fahren kannst, wenn du einmal im Westen warst beim Zirkus, du bleibst, dann kommst du wieder mit zurück. Natürlich waren Sie privilegiert, in den Westen kommen zu können. Was waren denn die Folgen? Gab es eventuell Neid? Also Neid wird es bestimmt gegeben haben, aber mir persönlich hat niemand was gesagt. Die Leute waren eigentlich immer froh, wenn sie mich gesehen haben, vor allen Dingen über Sachen, die ich mitgebracht habe, wie Schallplatten. Gibt es den staatlichen DDR-Zirkus vielleicht auch in abgewandelter Form jetzt noch? Also den Staatszirkus wie damals gibt es nicht mehr, der wurde von der Treuhand abgewickelt, wie alles andere auch. Wie es hier einmal aussehen wird, das weiß Olaf Schwarz. 2022 soll es hier tipptopp sein. Alles andere, bitte sehr. Also zu Ende 2022 soll hier die modernste Elefantenanlage Europas entstehen. Es werden dann nur noch afrikanische Elefanten gehalten. Die Anlage ist 10-mal größer als die alte. Die vorherigen Elefanten sind, die indischen Elefanten sind nach Leipzig hinzugegangen. Ein afrikanischer Elefant ist im Berg zu Halle und die anderen afrikanischen Elefanten sind im Obel zu Kronenburg. Tja, dann sind wir mal gespannt, wie das dann hier im nächsten Jahr aussieht. Das sollen ja angeblich auch noch Zebras und Giraffen mit drauf sein. Ah, lassen wir uns einfach überraschen. Danke für diese Aussichten, Olaf Schwarz. Einen ganz besonderen Gag hat sich die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG für die Adventszeit dieser Tage 2021 ausgedacht. Das Hanfticket. Hier ist es. Das passt ungemein zur Aktualisierung unseres Hanfbeitrages mit Hanfparade und Hanfmesse von 2016. Dieses Ticket ist auf S-Bahn-Papier ausgedruckt und beträufelt mit Hanföl. Hanföl, so heißt es, soll beruhigend und entspannt wirken. Alles ganz legal, sagt die BVG
dann guten Appetit. Herr Ebbinghaus, die Berliner Verkehrsgesellschaft BVG hat sich für diese Adventszeit 2021, die ja immer ein bisschen stressig Adventszeit ist, einen besonderen Gag einfallen lassen, nämlich dieses Hanfticket essbar und mit Hanföl beträufelt. Wie finden Sie denn das? Herr Engelhardt, guten Tag erstmal. Schön, dass Sie da sind. Das finde ich natürlich einen sehr lustigen Werbegag der BVG. Es hat natürlich auch was mit Hanf zu tun, treibt jetzt mit der neuen Koalition natürlich auch durch alle Gedanken, durch alle Munde. Von daher ist das Werbeinstitut bzw. die BVG dann natürlich ganz hip dabei. Wir waren schon mal 2016 hier, haben hier gedreht im Zusammenhang auch mit einer Hanfparade und einem Hanfmuseum. Hat sich eigentlich in Richtung Liberalisierung, das war ja das Hauptanliegen und ist vermutlich weiterhin, hat sich seitdem bis heute irgendetwas verbessert aus Ihrer Sicht? Die Hanfparade gibt es schon seit Jahrzehnten, auch das Hanfmuseum. Wir haben gerade 27-jähriges Jubiläum gefeiert. Sie mit Mickenmangen sind ja auch Jubilar dieses Jahr quasi. Und ja, man muss klar sagen, bisher hat sich nichts getan. Aber die neue Regierung ist ja auch gerade erst im Amt und die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag klar reingeschrieben, dass sie eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene will. Und das ist natürlich ein kleiner Spalt der Tür zu einer Normalisierung im Umgang mit Cannabis. Und mal schauen, was daraus wird, hätte ich jetzt ganz allgemein gesagt. Wichtig wäre, dass jetzt die Tür nicht zugeschlagen wird, sondern dass jetzt diese Möglichkeit genutzt wird, den Umgang mit Cannabis zu normalisieren. Was wünschen Sie sich denn noch eventuell zusätzlich in Richtung Liberalisierung von der neuen Ampelkoalition, der Koalition aus SPD, Grünen und FDP? Gibt es darüber hinaus noch Wünsche, die Sie gern erfüllt sehen würden? Wir wollen natürlich alle eine bessere Welt, ökologisch ausgeglichen, sozial gerecht und persönlich frei. Als Grundgedanke, ganz speziell zu Cannabis, erhoffe ich mir, dass man tatsächlich einen legalen Umgang für erwachsene Menschen hinbekommt. Ähnlich wie mit Nikotin, wie mit Zigaretten umgegangen wird oder wie Alkohol, irgendwo dazwischen wird es sich treffen, dass halt ein Jugendschutz gewährleistet werden kann und dass erwachsene Menschen trotzdem frei entscheiden können, ob sie jetzt ein Gläschen Bier, eine Zigarette oder womöglich einen Joint rauchen möchten. Können Sie da versuchen, eventuell auch von Seiten Ihres Hanfmuseums und Ihres Hanfmuseumvereines noch irgendwelche Richtungen mit zu erweitern und zu bekommen? Gibt es da Möglichkeiten, die Sie vielleicht auch noch mal beschreiten können? Die Forderung formulieren wir als Hanfmuseum, auch die Hanfparade sogar deutlich eher aus dem hedonistischen Bereich. Wir als Museum sagen, Cannabis muss legal sein, damit der ganze konventionelle Nutzen nicht weiterhin blockiert wird. Es ist ja nicht so, dass mit der Kriminalisierung mehr Leute Cannabis konsumieren, aber für den Landwirt, der Hanf anbauen will, was immer noch als Cannabis im Betäubungsmittelgesetz steht, selbst wenn es definitiv Nutzhanf ist, der rauschfrei gezüchtet ist, wo nur noch homöopathische Mengen an, also wo keinerlei Rauschmöglichkeit besteht, selbst der Landwirt ist heute noch ziemlichen Konditionierungen unterworfen, um überhaupt Hanf anzubauen. Gleiches gilt für die Weiterverarbeiter und mit einem normalen Umgang mit Cannabis, dann würde auch diese ganze Krux endlich fallen. Wenn Cannabis eine ganz normale Ware ist, dann wird auch der ganze Nutzhanfbereich sich normalisieren und ganz viele Hürden werden da verschwinden. Und das wird für die Ökologie ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt sein. Einen kleinen, allerkleinsten ersten Schritt hat ja wohl die BVG gemacht. Ich darf Ihnen dieses Hanfticket überreichen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihren Museumsverein. Herr Engelhardt, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Schön, dass Sie auch von 2016 bis heute noch an uns gedacht haben. Es freut mich ganz besonders und dass dieses hier nochmal ein kleiner Anlass ist, uns zu besuchen. Und alles Gute weiterhin für weitere 10, 20 oder 40 Jahre.
ihr beiden. Ich war im Keller und habe eine Kiste gefunden. Wollt ihr mal reinschauen? Ja. Und? Oh nein, hast du es aufgehoben? Ja, hab ich. Erzähl mal Jonna, was es ist, weil Jonna war noch so klein. Das war deins und das war deins. Oh, guck mal, hier sind noch die Brillen drin. Und, was machten die Brillen? Waren das Zukunftsbrillen? Glaub schon. Das war meine. Guck mal, Oma, hier ist noch das Märchenbuch. Guck. Ja, Märchen der Gebrüder Grimm. Und das eine davon war dann Aschenputtel. Hier. Das ist es, genau. Die Plätze fertig. Los. Aber gut, oder? So, und wir haben, ihr werdet ja den Film dann sehen, wir haben auch einen Preis gekriegt. Guck mal, das ist ein Preis. Kleiner Oscar. Was? Kleiner Oscar. Was ist ein kleiner Oscar? Oscar ist eigentlich bei den Großen in Amerika ein Preis für den besten Film. Das ist aber jetzt ein Oscar für Berlin-Brandenburg. Aber dieser Film, den wir gemacht haben, ist gut angekommen. Da haben wir uns gefreut. Und ihr werdet jetzt mal den Film sehen. Habt ihr Lust? Ja. Gut, dann machen wir das doch mal. Ja, Heidi, da sind wir also dann jetzt in der Rudolfstraße. Mhm. Hier ist alles an mir eingezogen damals, deine Geschichte. Wir hatten viele Erwartungen. Denkst du, dass sie sich alle erfüllt haben? Wahrscheinlich nicht alle, aber es war ja jetzt eine neue Halle, neue Technik. Und wir hatten ja auch die Möglichkeit, hier Live-Sendungen zu machen. 3. Ja. Ne? Ab 2018 war das und 2019. Ja. Und das war ja schon mal eine ganz besondere Sache. Das war was völlig Neues. Und für dich auch, ne? Oder natürlich, hast du? Natürlich, natürlich. Ja. Ich bin ja nicht unbedingt der sehr gerne vor der Kamera steht, aber als Moderator, die Moderation hat mir schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es war eine neue Erfahrung. Aber ich stehe lieber hinter der Kamera. Ja, wir hatten auch Themen,
die nicht nur Senioren anging. Wie ich mich erinnern kann, ging es ja da auch mal um Leinenzwang für Hunde oder Smartphone in Schulen, ja, sowas. Ja. Oder hier Schülerstreik für die Klimawende. Und ich fand schon, da hatten wir junge Leute ja auch da, ja, wir hatten ja. Schüler, wir hatten ja. Lehrer. Und welches war dann so dein Film, wo du sagst, das war schon ein Höhepunkt, den wir hier gemacht haben? Naja, vom Thema her hat mir natürlich Smartphone an Schulen am besten gefallen. Weil das ist ja ein aktuelles Thema, vor allem eben auch was Jung und Alt anbelangt, wo wir uns auch dafür interessieren. Und ich glaube auch, dass das ganz gut angekommen ist. Ja, und dann kam ja dann Corona, ne? Corona. Und seitdem sehen wir das eigentlich nur noch von außen her. Das ist wahr. Aber wir haben ja immerhin, ich habe nochmal auf unseren YouTube-Kanal geguckt, wir haben ja auch eine Internetseite, wir haben jetzt das 42. Magazin. Ja. Produziert, immerhin. Ja. Und wenn man so bedenkt, 3 bis 4 Beiträge, und das sind ja, ja dann fast 150 Beiträge. Ja. Ne? Also da haben wir viele Themen abgedeckt. Dann viele vielleicht Specials noch dazu, nicht? Wo ja. wir auch noch ja. Längere Zeit, also auch die eine halbe Stunde dann ging und so. Also ich glaube schon, wir waren ganz schön produktiv in der Zeit. Mhm. Ja, wenn wir so Sehnsucht haben, dann können wir doch mal rein. Können wir mal rein, dann ist heute jemand da. Ja, hier ist die heilige Pforte. Du kommst hier nicht rein. Meinst du, ob wir hier jemals wieder noch eine Live-Sendung drehen können? Ich hoffe es. Auf jeden Fall vielleicht im nächsten Sommer. Wir wollen ja auch vielleicht unser Jubiläum hier feiern. Das Studio, es bietet sich einfach an. Aber wir haben ja eine neue Heimat gefunden für die Zeit der Pandemie. Genau, im Gelben Haus, ne? Im Stadtteilzentrum Biesdorf. Die haben uns Asyl gewährt sozusagen. Ja. Und da haben wir schon sehr viel gemacht und haben unsere Redaktionssitzungen immer dort. Ich denke mal, bis wir hier wieder rein können wir da sehr viel schaffen auch bis dahin. Ja, was vielleicht Zeit wäre, dass wir uns mal darüber Gedanken machen, was wir die nächsten 10 Jahre machen wollen. Also für die nächsten 10 Jahre denke ich jetzt noch nicht, aber fürs nächste Jahr, ich denke schon. Es gibt ja auch hier diesen Kunstsalon, da habt ihr ja auch Aufnahmen gemacht. Ja. Kannst du da noch mal was drüber berichten, weil da warst du ja der Initiator auch zusammen. Du meinst jetzt wahrscheinlich die Schlosskonzerte? Ja, oder? Ja. Na klar, Konzerte haben wir ja gemacht, sehr viele. Wir haben sogar mal einen Live-Mitschnitt 2 Stunden lang in der Freilichtbühne Friedrichshagen gehabt. Wir haben im Gelben Haus Konzerte mit gefilmt. Auch einen Stream zum Beispiel, einen Livestream gemacht einmal. Vielleicht ist das die Zukunft. Und wir machen weiterhin Magazine. Wir sind jetzt beim 42. Ob wir das 100. schaffen, weiß ich nicht. Aber wir arbeiten daran. Ja.